Hallihallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten kleinen Zeichentutorial. Und zwar zeige ich euch heute drei super coole Comic-Augen, die ihr auf jeden Fall können müsst. Und damit fange ich direkt mal an. Ich male hier mal einen Kreis. Ein bisschen dicker. Als kleine Kopfvorlage. Ich lasse alles weg und ich werde nur die Augen da reinmalen. Die mache ich jetzt aber auf eine extra Ebene. Und die Augen könnt ihr dann super gut zusammenpuzzeln mit Mündern oder Nasen. Okay, ich mache zuerst mal erschrockene Augen. Zwei große Kreise, zwei schöne Kreise, kleine in die Mitte. Und dann dürfen auf keinen Fall die Augenbrauen fehlen. Und zwar mache ich das nicht so als Striche wie sonst immer, sondern ich werde jetzt mal anders machen. Und so machen wir die so als richtige Balken, so parallel voneinander. So, wer will, kann die dann noch komplett schwarz anmalen. Das mache ich jetzt mal, weil ich finde, es sieht ein bisschen besser aus. So, das ist die erste Ladung. Richtig cooler Comic-Augen, die ihr auf jeden Fall malen müsst. Und jetzt könnt ihr natürlich da noch Sachen hinzufügen, wie zum Beispiel eine Nase. Aber ich lasse das jetzt mal, dass ihr da ein bisschen selber mit rumspielen könnt. Als nächstes kommt dann ein anderes Gesicht. Ich mache wieder einen runden Kopf. Eignet sich mega gut zum Üben. Und jetzt kommen die nächsten Augen. Und zwar machen wir, naja, bös, fast schon sauer guckende Augen. Dazu machen wir wieder zwei runde Kreise. Und machen die Pupillen so ein bisschen in die Mitte, weil der hat jetzt ein bisschen sauren Blick. Da engt sich alles so ein wenig zusammen. Und anschließend malen wir dem Ganzen eine richtig coole Augenbrauen. Dazu gehe ich hin und mache einfach ein S hier oben drüber. Und das, genau das Gleiche mache ich auch auf der anderen Seite. Und dann werde ich das Ganze auch wie beim anderen richtig schön fett machen. Und zwar so. Und schon habt ihr zwei richtig böse, reinschauende Augen. Okay, und jetzt kommen noch die nächsten Augen und, oh nein, ich habe gar keinen Platz mehr. Jetzt muss ich natürlich hier meinen Augenmann ein klein bisschen umziehen, aber ist kein Problem mit Procreate. So, ein neuer Kopf und machen wir jetzt sehr schläfrige Augen. Die sind auch ziemlich cool. Und zwar machen wir die wieder kreisrund. Ich mache den Kopf jetzt ein klein bisschen schräg, aber das macht ja gar nichts. So, im Idealfall habt ihr natürlich hier nicht so ein Dings, sondern die sind einfach zu. Und jetzt habt ihr die, im Prinzip den kompletten Augen. Jetzt machen wir die so auf 7/8. Und zwar sind die Augenlider hier schon relativ weit unten. Dann machen wir die Pupille nur zur Hälfte angezeigt, weil die sind sehr müde und können sich gerade noch die Augen offen halten und sehen dann im Anschluss so aus. Wer will, kann noch lustige Augenwimpern hinten dran fügen. Ich mache das meistens nicht, weil ich finde, die sehen immer irgendwie seltsam aus, wenn ich die male. Bei manchen Leuten sehen die aber tatsächlich besser aus. Ich mache die jetzt aber mal so hier hin. So, und jetzt habt ihr schon super coole Augen, und zwar welche, die direkt einschlafen. Und wer will, als kleine Übung, könnt ihr jetzt einfach noch mit Mündern rum experimentieren. Zum Beispiel hier machen wir erstmal noch Nase und dann machen wir natürlich einen erschrockenen Mund noch unten dran. Einfach so. Der sauer ist, wir lassen jetzt mal die Zornesfalten weg. Der hat ein bisschen so eine knolligere Nase und der hat auf jeden Fall einen Mund, der so guckt, weil er natürlich richtig beleidigt ist. Und die dritte Person, die fast einschläft, bei der passt eigentlich nur ein Mund, und zwar einer, der so ist, weil die gähnt nämlich gerade, hat hier die Nase. Und jetzt wäre es natürlich super angebracht, wenn die den Hals hätte und zum Schluss sich noch die Hand vor den gähnenden Mund hält. So, das war mein kleines Tutorial zu drei Augen, die ihr auf jeden Fall können müsst. Wenn es euch gefallen hat, lasst unbedingt ein Abo oder einen Kommentar da. Falls ihr eine Idee habt oder falls es was gibt, was ihr super gerne sehen wollt, schreibt es bitte unbedingt in die Kommentare. Und mit ein bisschen Glück male ich es auch. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.